Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal wieder einen kleinen, naja, Verbrauchertipp, würde ich sagen. Und zwar geht es um das Thema Sticker. Wie ihr seht, bin ich gerade beim Aufbau vom Persona Speeder Chase und jetzt sind wir in der Anleitung mal wieder bei so einem ungeliebten Schritt, dass wir einen Sticker aufkleben sollen. Und da haben ja viele Leute nicht nur Probleme, dass es etwas schief wird, sondern auch mit der Haltbarkeit. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch doch mal, wie ich das immer mache. Die einzigen beiden Sachen, die wir dazu brauchen, sind ein Teiletrenner, der ja in jedem größeren Lego-Set enthalten ist, und ein Brillenputztuch, das wahrscheinlich auch jeder zu Hause hat. Fangen wir einfach mal damit an. Oder ich sage es ganz anders. Hier seht ihr jetzt schon, der Sticker wird direkt aufgeklebt, wenn der Stein noch praktisch einzeln ist. Macht das nicht, sondern wartet erstmal ab, bis das Ganze dann am schon gebauten angebracht wird. Das hat dann einfach den Vorteil, man kann das größere Set hier praktisch greifen und muss jetzt nicht so den kleinen Stein mit den großen Händen greifen, sondern man kann hier ganz normal anfassen. Das ist dann einfach, ist ein bisschen sicherer. Dann reinigen wir die Fläche, die wir bekleben wollen. Einfach mal mit dem Tuch ein bisschen. Ist jetzt, wenn nämlich Fingerabdrücke oder ein bisschen Schweiß von der Hand drauf sind, dann kleben die Sticker zwar auch, aber die lösen sich dann eben schneller. Das heißt, ich reinige immer die Steine. Manche nehmen da irgendwie noch so ein weiß ich nicht, Fettentferner oder so, das ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Ich mache es einfach nur mit einem Brillenputztuch. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Also schauen wir nochmal, wir müssen Sticker 5 nehmen. Das wäre dieser hier und wir sollen den so rum, ist schon richtig aufkleben. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich den ablöse und mit dem Finger drunter gehe, habe ich wieder Fett vom Finger, Schweiß vom Finger, auch am Sticker. Deswegen biege ich den Bogen so, dass sich der Sticker löst und greife dann mit dem Teiletrenner drunter, nur so ein ganz kleines bisschen, dass der hier so an der Spitze eben den Sticker dran hat. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier auch anbringen können. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, ich kann das hier gut greifen und setze jetzt eben den Sticker drauf. Jetzt ist das Problem, dass das hier so ein bisschen aufgeladen ist, aber das ist nicht weiter schlimm. So, und jetzt streichen wir den Sticker nochmal ein bisschen gerade. Also nicht gerade, aber wir drücken ihn an und das Ergebnis sieht doch relativ gut aus. Schön ist es jetzt natürlich immer noch nicht, weil wir durch die Kante hier vorne eben, das hätte man vielleicht oder hätte ich jetzt ein bisschen weiter vorkleben sollen, aber so genau geht das ja dann eh immer nicht bei den Lego Sets. Aber ich denke, ihr konntet eine Idee davon bekommen, wie ich das handle und falls ihr da Probleme habt, wo ihr da vielleicht noch nachbessern könnt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.